in unserer Zeit hier als Jugendlicher oder als Kind hat man früher kurz nach dem Krieg gar nichts anderes gehabt als Fußball, wenn man sportlich begeistert war. Wir haben auf der Straße gespielt, da fuhr ja am Tag ein Auto durch, sodass wir ohne weiteres eine Halbzeit spielen konnten. Ich habe ja ursprünglich angefangen bei Löser und Meidrich als Torwart. Bin dann auch als Torwart hier zum MSV gekommen. Bin in der C-Jugend. Die Tore wurden größer oder waren größer. Ich kam nicht mehr an der Latte dran. Von da an habe ich dann Mittelstürmer gespielt. Und das war hier vorne auf diesem Ascheplatz. Asche hat was Besonderes, weil da, wenn man reingrätscht, dass die Asche sich in den Oberschenkel eingegraben hat oder eingeritzt wurde und im Nachhinein dann zugewachsen ist und die blieb bis heute drin. Auf Asche war einfacher zu spielen gewesen früher für uns, weil die immer schön gerade war. Die Asche war hart, man konnte praktisch nur in Nockenschuhe spielen. Eigentlich hat einen da gar nicht viel fasziniert, wenn es windig war und er wurde nicht gewässert. Dann kamen Staubwolken über den Platz, man musste sich umdrehen, man hat nichts mehr gesehen. Ich war froh, als ich dann nachher von der Asche weg war und auf den Rasen kam. Ich erinnere mich daran, wenn man an der Außenlinie vorbeilief, dann kamen die gegnerischen Eltern mit dem Krückstock und versuchten einen dann einzufangen. Ich bin Michael Beller, ehemaliger Aschefußballspieler.